Das ist mir gerade eben erst eingefallen, dass wir das noch vorhatten. Gut, müssen wir dann verschieben ein bisschen. Tomorrow haben wir Zeit. Ja. Können wir morgen die Amiibos abholen oder? Mal schauen. Worauf? Wie, worauf? Ja, Wo worauf? kann ich worauf schauen? Okay. Also bis 12 Uhr kommt mein Notebook. Dann stellst du dir Wecker und du stehst auf, damit ich weiterschlafen kann. Nein. Doch. Du wirst mit mir aufstehen. Fick dich, nein. Hör auf, meinen Arm abzusägen, Mann. Wir sind hier nicht bei. Öffnen die Aufzüge. Ah, irgendwie, ich bin da gerade irgendwie. Ich habe wohl was nicht mitgehört. Ach, da war ich ja noch gar nicht, stimmt. So, erstmal gucke ich oben. Ah, hier soll ich auch hin. Lol. Aus dem Koffer. Sprengstoff. Geil. Eine Viertelklinge habe ich. Gut, bei so einer Nagelbombe verstehe ich ja, dass man das mit der Viertelklinge ja noch, aber wo ich kann mir mehr Rauchbomben bauen. Ich weiß nicht, ich bin da nicht so der Fan von Rauchbomben. Ich setze die eher selten ein. Hulk Power! Mit auf Kopf von Grayskull! Und Ellie. Jo, genau. Die macht nichts, die steht einfach nur da rum. Mal Mal die sehen, wo beiden. wir landen. Wie bei diesen Bildern von polnischen Bauarbeitern. Das sieht Kennst du nach nicht diese Durchgang Bilder? aus. Da ist so eine Baustelle. Stell dir mal so eine Baustelle vor, ja? Und angenommen, die Baustelle hat ein Loch, ja? Einer von den Bauarbeitern ist im Loch und arbeitet mit der Schaufel. Und alle anderen stehen oben am Krater quasi drumherum und gucken einfach nur zu. Da gibt es ziemlich lustige Bilder dazu im Das Netz. klingt irgendwie nicht so lustig. Ja, es kann auch sein, dass ich auf einem sehr schlechten Humor habe. Hä, was soll ich jetzt tun? Hä? Ah, ja, jetzt sehe Das ich's. wird ganz schön eng, aber na komm. Okay. Als ob dieser Aufzug jetzt hält, ganz ehrlich. Oder hüpfst du da nicht hin? Wo will er denn hin? Ich verstehe es auch gerade nicht. Wow, die Cam, Alter. Was ist denn für eine Perspektive? Das ist die Perspektive des Stahlträgers hier. Ja. Ja. Hä? Was soll das? Ich drück doch schon alle Richtungen. Was machst du denn da? Ich Wo ist weiß. denn da drauf, oder? Ich weiß nicht genau, was ich hier tue. Soll vielleicht Ellie vor? Nee, wo ist die überhaupt? Ist das also schon drüben? Ellie, geh du mal vor. Geh mal vor, du. Geh mal vor. Komm, geh mal vor. Geh vor jetzt! Okay, die weigert Ich bin doch sich. nicht das Kind Das wird so. ganz schön eng, aber na komm. Okay. Der halbe Schuh verschwindet in der Wand. You see? Was musst du machen? Was ist denn hier los jetzt? Ich drück auch schon X und alle Knöpfe hier durch. Ich kann schießen? Wie kann ich jetzt schießen? Hast du gemacht? Keine Ahnung. Wo ist eigentlich der linke Arm von dem? Irgendwie habe ich das Gefühl, ich ist gerade ein Buggy-Bug am Start. Kann das sein? Kennt das jemand? Soll ich das mal googeln? Ich gebe mal auf meinem Handy schnell ein. Gott, was habe ich da? Oh nein, 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 das will ich nicht. Ich gehe ins normale Internet. Ich will kein Google Now benutzen oder so. Last of Us Aufzug. Aufzug Bug. Gibt es sowas? Oder bin ich nur zu dumm?
Die Antwort ist wahrscheinlich, du bist zu dumm. Ich weiß nicht. Man findet nichts. Nicht direkt. Dann spiel du mal weiter. Ich mach was schon. Klar. Alter, guck mal, wo der Arm ist. Der linke. Siehst du das? Siehst du das? Hast du es gesehen? Ist er. Warte. LOL. Er hat den Arm durch sich hindurch gedrückt, um auf der anderen Seite an die Waffe zu kommen. Oder so. Warte mal, das ist. Was ist hier? Ja, heißt das. Ich kann es mir nur so vorstellen. Gerade. Warte, ich gehe da mal wieder. Oh, ich kann hier auch nicht mehr rausgehen, verdammt. Also hier steht, du musst auf den Aufzug springen. Ja, würde ich ja gern. Das wird ganz schön eng, aber... Na komm. Okay. Jetzt ist dein Arm noch da. Guck, ich drück jetzt nach vorne. Also nach vorne. Der hüpft da nicht runter. Ich weiß ja nicht. Jetzt auf einmal. Bitte geh da hoch jetzt. Was machst du da? Hä? Los, Ellie hochhelfen. Mann. Was zum Hochklettern. Okay, los geht's. Hat er gerade was gesagt? Ja. Ich hab nichts gehört, du? Nee, nicht wirklich. Oh, Scheiße. Also jetzt brauchen wir auch nichts mehr. Mir geht's gut. Alles okay? Nein! Du hast mich zu Tode erschreckt! Wenn's so das ist, ne? Ich bin da runter, okay? Nein! Bleib da oben! Ich komme auch zu dir! Mach bloß dein Umhalten! Ich versuch's. Wie sie sich sorgt. Wir sind ja schon eine Ewigkeit zusammen unterwegs. Okay. Ein paar Tage. Wohin jetzt? Ach nee, Spiel. Ich habe die Taschenlampe doch schon an. Wieso erzählst du mir jetzt, dass ich mit R3 die Taschenlampe benutzen kann? Jetzt wäre es richtig Zeit gewesen. Hier wurde offiziell die Taschenlampe erst eingeführt, oder was? Ja. Ich glaube, hier sind noch irgendwo Zombie und so. Infizierte. Stimmt, wieso sagt man dazu eigentlich immer Zombies? Sind doch eigentlich Infizierte. Naja, sie sind schon mit Zombies gleichzusetzen. Okay. Ein Rädchen. Was hast du gemacht? Nix. Ja, genau, nichts. Klar. Das glaube ich dir. Schrecklich, wenn man zu viel Alkohol und zu wenig Lumpen hat. Ich glaube, da hinten war ich noch nicht. Wow. Warte mal, war da nicht irgendwo noch eine Tür, die wir hätten öffnen können? Da war doch letztens mal was. Genau, die hier. Gut, okay. Jetzt müssen wir durch dieses ekelhafte Wasser. Hier schwimmen Leichen rum. Okay, ich sehe gerade keinen Ausgang. Vielleicht sollte ich wieder auftauchen.
Und Luft. Und runter. Ins kühle Nass. Ey, schwimm da rein. Hier können wir auftauchen. Ja, schwimm doch. Ehrlich, wer mag schon Wasserlevel? Na, vielleicht der durch. Der laut denkende Joel hat gesprochen. Interessant, wie die Taschenlampe wasserdicht ist. Und nicht kaputt geht. Ist sie das, ja? Naja, ich bin gerade mit Taschenlampe getaucht und nichts passiert. Der Taschenlampe. Ich muss irgendwie das Tor umgehen. Weißt du? Wir haben ja das letzte Spiel, was wir durchgestreamt haben, war ja Until Dawn. Mhm. Jetzt sind wir hier mit The Last of Us, was ja auch so einen leichten Gruselfaktor haben kann oder Spannungsfaktor, wie auch immer. Und passt doch zur dunklen Jahreszeit. Ja, auf jeden Fall. Aber worauf ich hinaus möchte, da in unserem Regal lächelt mich eine Steelbook an, in schwarz. Du weißt, welche ich meine. Ja. Maiden of the Blackwater Project Zero. Und ich würde das einfach so gerne gestreamt haben, aber... Tja, Capture Card würde es möglich machen. Wow. Aber das ist ein ziemlicher Aufwand. Damit meine ich einen preislichen Aufwand. Ja, schon irgendwo. Das würde auch zu dieser Horrorreihe passen. Ja, ne, die wir so gerade machen sozusagen. Und Zombie U. Zombie U ist ein geiles Spiel. Aber Fallout würde vielleicht auch dazu passen, weil es so apokalyptisch genau ist. Genau, so postapokalyptisch ist. Hm. Ah, hier war ich glaube ich schon. Du lässt ja nicht mal Witcher streamen. Müsstest du ja eh noch durch. Und ich möchte mir gerne dieses Gwent-Kartenspiel kaufen, also die Erweiterung, wo die Gwent-Karten sitzen dabei sind. Da könnten wir Gwent spielen. Hm. Zusätzlich zu... Das Spiel war gar nicht schlecht, aber ich habe echt? Gwind, ja. Ah, ein Gwind, okay. Weil, das, ja. Kannst du mal bitte kurz lüften? Mir wird gerade richtig heiß und... Oh, was? Ja, ich schmelze gerade ein bisschen. Bitte? Was bist du denn für ein Typ? Ein heißer. Ja, ja. Ja, was? Ja, ja. Wo muss ich denn gerade lang? Ich krieg das gerade irgendwie nicht auf die Reihe. Hier? War ich hier nicht schon? Ja, ja, das wollte ich noch auch, Hinweis, du. Aber irgendwie finde ich keine Stelle, wo in der ich tauchen kann. Hier oder was? Ah, hier auf einmal kannst du wieder tauchen. Ja, das ist es wirklich. Wo ist... Da scheinbar. Ist ja nur eine Luftblase. Luftblase. Ja, da ist eine. Und ab. Nochmal hier durch. Da waren noch ein paar andere Türen, die ich noch erkunden möchte. Ja, schwimm doch, Kollege. Hm, irgendwie gab es dann doch keine anderen Türen, okay. Schwimm ein bisschen schneller. Joel, schwimm schneller. Gut.